Ja, erstmal waren wir alle sehr glücklich, dass wir endlich den ersten Sieg geschafft haben, jetzt in der Rückserie. Wenn man keine Tore schießt, kann man kein Spiel gewinnen. Sehr, sehr schön war, oder sehr gut getan hat uns, was der Trainer uns das Video gezeigt hat vor dem Spiel, wo wir die ganzen Tore, die in der Hinserie erzielt worden sind, nochmal anzuschauen. Hat uns auch Vertrauen und noch mehr Vertrauen gegeben. Und ja, darüber sind wir sehr glücklich. Okay, amena daxi opos ipa oti daxi sinaki ήταν λίγο δύσκολο γιατί είναι διαφορετικό εδώ και μπήκα μέσα και δούλευα πάρα πολύ γιατί δεν έχω, ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο. Χρόνο δεν είναι μαζί μας γιατί είμαστε στο δύσκολο θέση, πρέπει να μένουμε κατηγορία. Γι' αυτό δουλεύω πολύ σκληρά για να μπω αμέσα και να βοηθήσω όσο γρήγορο μπορώ την ομάδα. Ja, und für mich persönlich sagte er, hatte am Anfang Probleme gehabt mit dem Rhythmus, mit dem Tempo, weil ihm auch die Basis gefehlt hat, weil in Griechenland wird anders trainiert als hier in Deutschland. Aber er tut, und natürlich, aber er hat nicht so viel Zeit, um das aufzuarbeiten, aber er tut das Möglichste, er arbeitet sehr viel im Training, um das alles aufzuholen, um das Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen. Δηλαδή κάθε Κυριακή και κάθε μέρα νιώσω καλύτερο και νομίζω εντάξει αυτό τη σημασία είναι ότι όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά και πρέπει να βλέπουμε θετικά και να δώσουμε όλα κάθε παιχνίδι. Μόνο έτσι μπορούμε να καταφέρουμε. Ναι, από Training zu Training und Spieltag zu Spieltag fühlt er sich besser. Alle Spiele sind schwer und ja, deshalb muss er sehr konzentriert weiterarbeiten. Um das Ziel zu schaffen. Για μένα το παιχνίδι με Aachen, ξέρουμε, θέλουμε τις τρεις βαθμούς, αλλά για μένα τώρα είναι εντάξει να μην βάλω στόχο ότι πρέπει να βάλω γκολ. Το σημαντικό για μένα τώρα είναι ότι η ομάδα να κερδίσει, άστο ποιος να βάλει γκολ. Και αν μπορώ δηλαδή να έχω ευκαιρία να βάλω γκολ, θα είμαι ακόμα πιο χαρούμενη. Ja, und für ihn persönlich, weil der Trainer das auch mit dem Tor angesprochen hat, für ihn ist das auch nicht wichtig, dass er Tore erzielt. Wichtig ist, dass die drei Punkte in Bochum bleiben. Und natürlich wird er seinen Teil dazu beitragen. Wenn er natürlich auch die Chance hat, ein Tor zu machen, dann wird er das auch nutzen. Ich bin sehr froh, dass du da bist, Christus. Also natürlich kein Wort finden wir wahrscheinlich, hätte keiner hier ein Wort verstanden. Dann eröffnen wir jetzt die Fragerunde. Fragen an die Anwesenden? Ja, Christian, mir hat was gefehlt heute. Das kommt zum Schluss. Ach so, genau. Na, vielleicht kann ich es kurz einschieben. Der Schiedsrichter steht noch nicht fest. In der Schiedsrichter-Tipprunde wird Franz Xaver Wack favorisiert. Nicht favorisiert, weil wir ihn gerne hätten, sondern weil wir glauben, dass es wahrscheinlich ist, dass er kommt. Tickets, bis dato haben wir für das Spiel gegen Aachen 14.000 Karten verkauft. Aus Aachen sind die Meldungen unterschiedlich. Wir gehen davon aus, dass zwischen 3.000 und 5.000 Zuschauer aus Aachen kommen werden. Die genaue Zahl der Aachener Zuschauer, die schicken heute die Karten zurück. Wenn die noch jemand haben will, kann er mich einfach im Laufe des Tages anrufen. Jetzt ist die Frage- und Antwortstunde eröffnet. Vielleicht machen wir mit Joel weiter. Joel, wird in der Bundesliga härter gespielt als in Griechenland? Nein, ist die Bundesliga besser, plus klar, ab und zu klar, plus klar. Nein, plus klar. Der Rhythmus ist eine Klasse parapanter. Nicht nur von der Härte, sondern auch vom Rhythmus her. Eine Klasse Unterschied. Schnelligkeit, ja. Mhm. Das heißt, man hat bei der Ballannahme bei einer Aktion weniger Zeit, oder? Das sind ja die, dann ist die Ball, dann ist der nicht so polychron. Ja, genau das meine ich. Bei den Maskeften gibt es auch eine Partie Polypiese, die ist auch die Piese, aber die Medaille. Aber die Mo ist eine Diaphotiko, die ist die Lage, die ist die Achse. Die Partie Mono. Τρεις ομάδες που ξέρουν που μπορεί να έχουν τέτοιο ρυθμό όπως εδώ στη Γερμανία, αλλά άλλες ομάδες είναι σε πολύ καλή
Also der Druck ist auch größer hier in Deutschland, ne? Und in Griechenland sind 3-4 Mannschaften, die dann vielleicht vom Druck und von Tempo vielleicht das mithalten können. Ne? Die anderen Mannschaften, das ist ein Klassenunterschied zu Deutschland. Günther, die brennt doch bestimmt was auf den Lippen. Nein. Herr Koller, war das mit Fannis heute Morgen eine Vorsichtsmaßnahme? Oder gibt es da schon ein bisschen größere Sorgen? Und was hat er? Ja, hat einen Schlag auf dem Knie und in die Wade bekommen. Und das hat er gestern gespürt und hat einen Bluterguss und das behindert ihn. Und da versucht man mit der Lymphdrainage diesen Bluterguss abzutransportieren. War sicher eine Vorsichtsmaßnahme, aber ich kann jetzt noch nicht sagen. Also wenn er dann morgen mittrainiert und versucht und da Schmerzen verspürt, kann es auch sein, dass es nicht geht. Nach Training wäre die erste Alternative dann Fabio? Hat nichts mit dem zu tun. Nee? Nee. Ich musste kurzfristig, habe ich was gesucht und... Statt KG. Also sind schon Karrieren entstanden. Ja. Was, ein Weibchen? Ein Leibchen? Oh Gott. Das hätte ich noch nicht fallen müssen. Habt ihr sonst noch Fragen? Herr Koller, das Hinspiel war zwar vom Ergebnis sehr schlecht, aber den Schlauber konnten wir relativ gut kontrollieren. Ja, das ist auch, oder das muss auch das Ziel sein am Samstag. Also sie haben sich mit den drei vorne mit. Rösler, Wiesewitsch, Schlaudraff sind drei, die Tore erzielen können, die auch da für die Konter zuständig sind. Und da gilt es, höchste Konzentration zu haben, ne, auf die. Und wenn man die gut zustellen kann, dann denke ich, hat man schon viel erreicht. Joel hat gerade gesagt, dass ein Ansporn war, nochmal die Tore gesehen zu haben. Bleiben Sie jetzt vor diesem Spiel wieder eine besondere? Nee, das geht ja nicht jede Woche, sonst wird es halt normal. Und man überlegt sich immer wieder was. Und also jetzt hier und heute habe ich noch nichts. Vielleicht kann ich noch was sehen. Aber ich denke, es ging ja vor allem auch in den letzten 4 Wochen um diese Tore, dass man. Dass wir eigentlich genügend Möglichkeiten herausgespielt haben, aber das Entscheidende, etwas hat gefehlt. Und gut, wenn wir jetzt auch gucken, Bielefeld, mein Fannis, der war ja in den Spielen davor, auch, oder hatte er bessere Möglichkeiten und hat sie nicht gemacht. Und jetzt die 2 Tore, die er erzielt hat, die waren ja nicht so einfach zu erzielen. Auch. Und das zeigt einfach, dass es, du kannst es nicht trainieren. Also du gehst auf den Platz und entscheidend ist, dass du die Ruhe behältst, dass du weiter das Vertrauen schenkst und dann passiert das. Und das kann man nicht erzwingen. Also man kann in gewissen Sinne kann man das erzwingen, wenn man die eine oder andere Situation sieht, die jetzt auch im Training passiert, wenn einer vielleicht schon abdreht und im Jubeln ist, bevor der Ball überhaupt über der Linie ist. Und das sind so Kleinigkeiten, Nuancen, die entscheidend sind, diese Aggressivität und Konzentration bis zum Schluss zu haben. Wenn der Ball über der Linie ist, kannst du jubeln, keinen Moment vorher. Aber das Wichtigste ist, wie gesagt, die Ruhe zu behalten und den Spieler zu unterstützen. Sie haben vorhin mal kurz den Begriff gebraucht, die Mannschaft sollte eigentlich noch mit Blick auf das Hinspiel gut im Bauch haben. Ist das ein Gedanke, den man dann nochmal ausspielt oder... Ja, das habe ich schon erwähnt.